Die natürliche Lippenbehandlung oder Lippenaufbau oder Lippendesign in dem Fall führen wir immer dann durch, wenn eine normale Lippenvergrößerung nicht ausreicht oder der Patient einen besonderen Wunsch hat. Hier sieht man schön, wie die Unterlippe herzförmig aufgebaut worden ist und dann auch noch der Amorbogen jetzt fixiert wird oder in einer kindlichen Lippe verwandelt wird, also eine sehr süßen und attraktiven Lippe, ohne die Lippe insgesamt so zu vergrößern. Die Konturen wurden bearbeitet. Man sieht hier schön die herzförmige Art der Unterlippe und auch die Oberlippen von den Seiten her wurden vergrößert. Und der Amorbogen, ich denke, so eine schöne Lippe kann sich deutlich sehen lassen und sieht vor allem sehr, sehr natürlich aus. Die Patientin beobachtet das und freut sich ebenfalls über das Ergebnis.